wenn es dir noch anjucke. Und wo der gewohnt hat, am Promenadenweg, einen guten Geist sei Mama, die immer da war, wenn's nachgegangen ist. An seinen Hund, den Hase, an den Papagei, der frei geflogen ist, konnten sehen auf seiner täglichen Tour. Stadt auf und ab und Meister nur. Zyklokloni Hobby. Massacto Malaria Tropicans. Dann wär ich wild und seh all mich schon wieder ab. Stalingrad und Malaria, der Horror in einem jungen Leben, sowas vergisst man nicht und es begleitet dann ein Leben lang. Ich war immer da, wenn's um Musik ging und Geschichten, die keiner glaubt. Ich war am Hippie-Trail in den 50er Jahren mit seinem Opel-Blitz. Vor 14 in Schweiz, nach Frankreich und Spanien, über Gibraltar nach Afrika, Marokko, Tunesien und Libyen, Ägypten und Israel, Syrien und den Irak, von Persien nach Pakistan, von da nach Ceylon. Oh Mann. Ein Roman hat er geschrieben, ein Inselroman, den damals noch niemand kannte. Sorgt hat er dem bloß sein Nervenarzt, nur der durften lesen. Er war sein bester Freund. In Indien war er bei der Sikh, beim Elefantenfest, wo keiner war, weil's heilig ist. Hoch angesehen war er. Und ein Gegenbesuch vor Heilige Sikh bei ihm daheim. Der kleine Helmut ist am Fenster gewesen, hat seinen ersten Inder gesehen mit langem Bart. Sein Gewand war wunderschön. Der Jockel hat Transistoren gebaut und ein Hormon theoretisiert namens Iversan. Das kennt heute jeder und heute nennt man es Cortison. Kannst du ihn jetzt noch sehen? Seiner täglichen Tour. Schaut auf und ab und Meister nur. Der Gefreite von Stalingrad hat gesoffen wie ein Loch und er erinnert sich doch an die Kelten, an die Toten.
und an die Malaria Tropicans. Wie der Makler dann sein Haus gekauft hat und all die Erinnerung auf dem Haufen lag vorm Haus. Da war der Jockel längst schon tot, hat Musik gemacht auf der Himmelswies. Und heute erinnert sich kaum noch wer an den Iversen. Wer war denn das? Wo kommt der her?